face in your face. Ja, so oder so ähnlich sieht es aus, wenn man von einem Löffel unter Strom gesetzt wird. Aber warum zum Teufel sollte ich so etwas tun? Habt ihr schon mal vom elektrischen Salzlöffel gehört? Dieser Löffel verstärkt den Salzgeschmack durch einen leichten Stromstoß auf die Zunge. Klingt verrückt, oder? Ja, diese innovative Technologie könnte ein Zeichen für einen neuen Trend im Foodtech-Bereich sein. Essen, das durch Technologie auf ein neues oder anderes Geschmackslevel gebracht wird. Ja, der Löffel, der kostet aktuell um die $130 und ist derzeit nur in Japan erhältlich. Ihr könnt ihn aber, wenn ihr unbedingt wollt, online bestellen. Was wird zukünftig noch möglich werden im Bereich Geschmacksveränderung, Geschmacksverstärkung und das nicht durch Lebensmittel, sondern durch Stromstöße? Was denkst du? Schreib mir das in den Kommentaren, würde mich freuen. Ja, seid gespannt, was die Zukunft noch so bringt. Und wenn ihr nichts verpassen wollt, dann abonniert meinen Newsletter per E-Mail oder auch ganz, ganz neu per WhatsApp. Dort gibt es nämlich regelmäßig Neuigkeiten und Kurioses aus aller Welt. Link zum Newsletter befindet sich in meiner Bio. Ich freue mich.